kleiner Prinz. So nach und nach habe ich dein kleines, schwermütiges Leben verstanden. Lange Zeit hast du, um dich zu zerstreuen, nichts anderes gehabt als die Lieblichkeit der Sonnenuntergänge. Das erfuhr ich am Morgen des vierten Tages, als du mir sagtest: Ich liebe die Sonnenuntergänge sehr. Komm, lass uns einen Sonnenuntergang anschauen. Da muss man noch warten. Worauf denn warten? Naja, warten, bis die Sonne untergeht. Du hast zuerst ein sehr erstauntes Gesicht gemacht und dann über dich selber gelacht. Und du hast zu mir gesagt: Ich bilde mir immer ein, ich sei zu Hause. In der Tat, wenn es in den Vereinigten Staaten Mittag ist, geht die Sonne, wie jedermann weiß, in Frankreich unter. Um dort einem Sonnenuntergang beizuwohnen, müsste man in einer Minute nach Frankreich fliegen können. Unglücklicherweise ist Frankreich viel zu weit weg. Aber auf deinem so kleinen Planeten genügte es, den Sessel um einige Schritte weiter zu rücken. Und du erlebtest die Dämmerung, so oft du es wünschtest. Und ein wenig später fügtest du hinzu: An einem Tag habe ich die Sonne 43 Mal untergehen sehen. Du weißt doch, wenn man recht traurig ist, liebt man die Sonnenuntergänge. Am Tage mit den 43 Mal warst du also besonders traurig, fragte ich. Aber der kleine Prinz antwortete nicht.